come on, here we go again, motherfucker, yeah, yeah, yeah. Come on down and see the idiot right here, too fucked to beg and not afraid to care. What's the matter with calamity anyway? Right, get the fuck out of my face. Understand I can't feel anything. It isn't like I want to sift through the decay. I feel like a wound, like I got a fucking gun against my head. You live when I'm dead. People equal shit. People equal shit. People equal shit. People equal shit. Come on. Me now, so fuck it. Blood on my face and my hands, I don't know why. I'm not afraid to cry, but that is none of your business. Overdo it, don't tell me you blew it. Stop your bitching and fight your way through it. I'm not like you, I just fuck up. Come on, motherfucker, everybody has to die. People equal shit. Was geht? Es tut mir sehr leid, dass im Moment so gut wie keine Videos von mir kommen, aber ich fühle mich im Moment einfach nicht, als würde ich reisen. Ich hänge die ganze Zeit halt an einem Ort hier rum und arbeite die meiste Zeit und passiert einfach nicht so viel, was ich irgendwie filmen könnte oder was ansatzweise interessant wäre. Von daher filme ich einfach nicht so viel und deswegen kann ich auch nichts hochladen. Und dazu kommt noch, dass das Internet hier mega scheiße ist. Aber an sich habe ich eine gute Zeit hier und mir geht's gut und ich verdiene ein bisschen Kohle. Ich habe Kohle verdient, sagen wir mal so. Ich wurde gefeuert. ich wurde gefeuert, weil ich 3 Tage krank war. Das ist, ja, so gehen die mit Backpackern um. Also man wird als Backpacker hier ziemlich ausgebeutet in Australien. Und wenn man halt nicht zur Arbeit erscheint, wird man halt gerne schnell gefeuert. Und ich habe 7 Wochen Pruning gemacht, also auf dem Weinfeld die Weinreben zurückgeschnitten. Dann war ich 3 Tage krank, beziehungsweise bin immer noch ein bisschen krank. Und dann wurde ich rausgekickt. Im Hostel hier waren alle zu der Zeit krank, also bestimmt 3/4 des Hostels war krank. Wenn man mit so vielen Leuten auf so wenig Raum zusammen wohnt, dann verbreitet sich sowas halt mega schnell. Und irgendjemand hat es angeschleppt und dann hat sich das wie eine Epidemie verbreitet. Aber jetzt geht es mir schon mittlerweile wieder ein bisschen besser. Ich bleibe jetzt noch einen Monat hier, bis Oktober, und dann gehe ich nach Melbourne, denke ich mal. Und ja, ich denke nicht, dass in der Zeit viele Videos kommen. Wahrscheinlich gar keins. Tut mir leid, aber so ist es. Wenn ich wieder irgendwie mehr reise, dann werde ich bestimmt wieder mehr filmen, weil es dann mehr interessante Sachen zu sehen gibt. Aber hier kann ich das Hostel zeigen und das war's. Das Hostel ist ein Working Hostel. Das heißt, man wohnt hier mit einem Haufen anderer Leute zusammen. Und man kriegt Jobs vermittelt vom Hostel, also beziehungsweise vom Hostelmanager. Fast ausschließlich Farmwork. Und das heißt, man wohnt hier zusammen und jeder hat so seinen Job. Manche arbeiten zusammen und das ist es. Das Hostel an sich ist ziemlich schön und die Leute sind auch ziemlich nett. Also es ist mega entspannt hier. Fucking krass. Von daher habe ich eine gute Zeit hier. Mir geht's gut. Habe ich ja schon gesagt?
Alles klar. Oh, fuck you. Ja, there's... Oh, fuck. Es ist sehr verwirrend, Deutsch zu reden. Ich weiß, ich könnte auch Englisch reden, aber irgendwie habe ich angefangen, die Videos in Deutsch zu machen und irgendwie bleibe ich jetzt auch dabei. Keine Ahnung, vielleicht mache ich mal Videos in Englisch. Oder teilweise in Englisch. Aber ja, im Moment ist es sehr verwirrend, Deutsch zu reden, weil ich seit über 2 Monaten kein Deutsch mehr geredet habe, sondern ausschließlich Englisch rede, auch mit anderen Deutschen. Und jo. Aber solche Labervideos hier, wie das jetzt gerade, ist halt, keine Ahnung, mache ich lieber in Deutsch. Wollte ich noch was sagen? Mein Bart wird immer länger. Das war's. Macht's gut, bis dann, man sieht sich.